Ach Freunde, ich freue mich richtig. Ich glaube, die Elektromobilität, die ist jetzt so richtig am Kommen. Was? Die Tagesschau hat am 4.4. gemeldet, dass die Anzahl von Neuzulassungen von Elektroautos in Deutschland um 30% zurückgegangen ist. Ja, das ist natürlich nicht so gut für die Elektromobilität weltweit, würde ich sagen. Oh, was? In China ist die Elektromobilität weiter stark am Wachsen. Und 27% aller neu zugelassenen Wagen dort sind jetzt rein Elektroautos. Ja, komisch, ist ja ganz anders als bei uns. Und dazu kommt es auch noch, dass sie anfangen, Schiffe zu bauen mit Kapazitäten von bis zu 7000 Elektroautos, die hier nach Europa verschifft werden sollen. Aber da stellt man sich doch die Frage, was wollen denn die ganzen Chinesen mit so vielen Elektroautos hier, wenn doch der Markt in Europa so am Schrumpfen ist? Genau das wollen wir heute besprechen und damit viel Spaß. Fangen wir damit an, erstmal darüber zu sprechen, wen meine ich eigentlich, wenn ich von den Chinesen rede. Und zwar meine ich damit diese ganzen neuen Startups, die auf Elektromobilität fokussiert sind, die in den letzten Jahren so hochgekommen sind. Also Li Auto, XPeng, NIO, BYD und wie sie nicht alle heißen. Wobei BYD hier eine Ausnahmerolle einnimmt, da das kein Startup ist, sondern ein Unternehmen, was es wirklich schon sehr, sehr lange gibt, die sich aber wirklich vor einigen Jahren komplett aufs Thema Elektromobilität fokussiert haben und das extrem erfolgreich. So erfolgreich, dass sie 2023 sogar die meisten Autos insgesamt, nicht nur Elektroautos, insgesamt in ganz China verkauft haben und damit Volkswagen von Platz 1 verdrängt haben. Und das tangiert uns auch auf gewisse Art und Weise, denn Volkswagen ist auch für unsere Wirtschaft extrem wichtig. Und China ist der mit Abstand größte Markt für Volkswagen. Volkswagen hat 2020 40% ihres gesamten Umsatzes in China gemacht und zwei Jahre später, also 2022, waren es nur noch 37%, Tendenz auch weiter sinken. Also da gab es in China so eine richtige Änderung der Kaufgewohnheiten weg von den europäischen Herstellern hin zu immer mehr und mehr den chinesischen Herstellern. Und da sehe ich primär drei Gründe für. Grund Nummer eins, es ist ganz klar von der Regierung so gewollt. Sie subventionieren die gesamte Lieferkette vom wirklich Abbau von Lithium. So ist es tatsächlich so, dass China ein Drittel des gesamten Lithiummarktes kontrolliert und das sogar noch steigen wird. Denn ihnen gehört die Hälfte aller Lithiumminen, die es auf der Welt gibt. Und das ist wirklich interessant, denn China selber hat gar nicht so viel Lithiumvorkommen, sondern sie haben schon vor zig Jahren damit angefangen, sich in andere Länder einzukaufen und da alle Minen aufzukaufen. Und ja, wie gesagt, mittlerweile die Hälfte des weltweiten Lithiumminen gehört wirklich China. Und naja, das bringen sie natürlich dann auch weiter in die gesamte Wertschöpfungskette und unterstützen wirklich sehr stark ihre eigenen Hersteller. Ja, sie geben ihnen Fabriken, sie geben ihnen günstig Geld und. Also die pushen wirklich ihre eigenen Hersteller extrem stark. Und warum auch nicht? Es ist halt ein Zukunftsmarkt. China selber hat halt das früh gesehen. Sie haben früh investiert in das ganze Thema Elektromobilität und wollen es jetzt halt weiter pushen. Also das ist ja ein kontroverses Thema. Schreibt ihr auch gerne mal unten in die Kommentare, was ihr davon haltet, dass die chinesische Regierung ihre eigenen Hersteller so stark subventioniert und ob es dadurch wirklich zu einer Verschiebung des Marktes kommt oder ob man sagen kann, naja, sie haben es halt frühzeitig erkannt, haben drauf gesetzt, ist ja nichts Verwerfliches. Der zweite Grund, den ich sehe, ist eine ganz klare Urbanisierung der Bevölkerung. Also die Leute ziehen alle weg vom Land hin in die großen Städte und das ist natürlich auch gewisse Herausforderungen. Auf der einen Seite ist es natürlich das ganze Thema Smog, was in China ein großes Thema ist und das ist natürlich durch Elektromobilität auch ein Stück weit beseitigt. Also da auch wieder ein Grund mehr für die Regierung, das Thema zu pushen, um eben saubere Städte damit zu ermöglichen. Aber klar ändert sich damit auch ein bisschen die Anforderungen der Menschen an ihrer Mobilität. Sie müssen keine riesen Strecken mehr zurücklegen. Sie brauchen keine riesen SUVs. Und damit kommen wir auch zu Punkt 3. Die chinesischen Hersteller verstehen ihre Kunden extrem gut und geben ihnen das, was sie wirklich haben wollen. Die Leute wollen kleine Autos. Sie wollen Autos, die gar nicht so hohe Reichweiten unbedingt haben, weil sie das einfach nicht brauchen. Und sie wollen vor allen Dingen günstige Autos. Wenn wir uns mal die Zulassungen von Elektroautos in China angucken, sehen wir auf Platz 5, BYD Dolphin kostet umgerechnet 16.000 Euro. Ein Platz darunter, BYD Seagull kostet umgerechnet 9.800 Euro. Platz darunter, der Wuling Hongguang Mini EV kostet umgerechnet 4.000 Euro. Ja, ist so eine kleine Plastikkutsche, aber hey, das ist halt das, was die Chinesen haben wollen. Günstig,
und klein. Da sind die ganzen chinesischen Hersteller extrem gut da drin, das ihren Kunden zu geben. Na, da können sich unsere europäischen Hersteller, finde ich, auch mal ein kleines Stück von abschneiden, weil auch hier sind diese kleinen, günstigen Autos sehr gewollt, aber es kommt halt einfach nichts. In China gibt es echt eine richtige Auswahl in diesem Bereich. Und die Tendenz ist, dass es sowas auch immer mehr und mehr gibt. Und wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo freuen. Und wenn ihr dazu noch die Glocke drückt, dann verpasst ihr keine weiteren Videos mehr von uns. Nachdem die chinesischen Hersteller in ihren Heimatmarkt so erfolgreich sind, wollen sie jetzt natürlich auch raus in die Welt und da nach neuen Käufern für ihre Autos suchen. Und da bietet sich Europa als Markt schon extrem an, denn hier sind die Voraussetzungen extrem gut. Fangen wir erstmal damit an, wir haben hier das nötige Kleingeld. Also die Europäer, das Durchschnittseinkommen ist halt wesentlich höher als in vielen anderen Teilen der Welt. Dann setzen sie sich so gewissermaßen ins gemachte Nest. Denn hier in Europa ist natürlich viel der initialen Arbeit schon erledigt, also was Akzeptanz von Elektroautos angeht. Denn natürlich die Ladeinfrastruktur ist hier vorhanden. Ja, da auch zum Beispiel, wenn sie nach Amerika gehen würden, sieht das halt anders aus. Da wird ja der Tesla-Standard überall adaptiert. Und hier in Europa ist es CCS, so wie es in China CCS ist. Also da müssen Sie sich auch keine Sorgen machen wegen neuen Ladeports oder sowas in der Richtung. Das ist entsprechend alles vorhanden. Außerdem gibt es hier diverse Händlernetzwerke, in die Sie sich einkaufen können. Und was man natürlich auch noch sagen muss, das Thema Einfuhrzölle. In Europa sind es 10% Einfuhrzölle, die Sie bezahlen müssen. In Amerika wären es 25%. Und so bietet sich halt Europa als neuer Markt nach ihrem Heimatmarkt schon extrem an. Jetzt könnte man natürlich denken, wenn die chinesischen Hersteller sich in ihrem Heimatmarkt so toll verkaufen und sie jetzt nach Europa kommen, naja, dann werden sie hier bestimmt auch den Markt aufrollen und den europäischen und amerikanischen Herstellern die Butter vom Brot nehmen, sage ich mal. Das ist aber nicht so, überhaupt nicht sogar. Wenn wir uns mal die Zulassungsstatistik in Deutschland angucken fürs Jahr 2023, sehen wir da einen dieser klassischen chinesischen Hersteller, und zwar auf Platz 13 mit MG, mit dem MG 4. Das war's. Ansonsten ist in den Top 20 kein einziges dieser ganzen Hersteller. Und das, obwohl sie sich wirklich sehr anstrengen. Gerade NIO hat für Europa einen neuen Standort aufgemacht mit 700 Angestellten. Sie bauen ihre Power-Swap-Stations in Deutschland vornehmlich aus. Aber bei den Absatzzahlen sieht es wirklich schlecht aus. BYD ähnlich. Haben eine ganz große Kooperation mit dem Stern Autohaus, die ja vorrangig Mercedes verkaufen, aber jetzt eben auch BYD verkaufen. Sie machen extrem viel Werbung. Zulassungszahlen kann man quasi knicken. Also diese Erfolge, die die Chinesen in ihrem Heimatmarkt haben, können sie bisher absolut nicht in den europäischen Markt übertragen. Und der Grund hierfür ist meiner Meinung nach, dass die Geschmäcker sehr unterschiedlich sind. Was die Chinesen alle so toll finden, mit sehr viel Blinky und ganz tolle Infotainments, die sich am besten auch drehen können, wo ich irgendeinen Avatar habe, der die ganze Zeit mit mir labert, überhaupt dieses ganze Gepiepse, das wollen wir hier alle nicht. Was ich auch sehr interessant finde, wenn Europäer chinesische Autos testen, unter die Assistenzsysteme, es wird ganz oft kritisiert, dass die so ein bisschen ruppig sind. Also ich stelle zum Beispiel den adaptiven Tempomaten auf 70 km/h ein und bei den Chinesen ist es dann oft so, dass die dann von 70 auf 68 springen, auf 69, wieder 68, wieder hoch auf 70, was für uns super unruhig ist. Aber das ist bei den Chinesen richtig etwas Gewolltes. Das soll nämlich ein Chauffeur simulieren. Und soll damit ein ganz erhabenes Fahrgefühl geben, so als würde man eben chauffiert werden. Weil ein menschlicher Fahrer kann ja auch nicht perfekt die 70 halten. Und das wollen sie eben simulieren. Das kommt in China im Heimatmarkt super geil an. Wir Europäer finden das ganz, ganz furchtbar. Auf der anderen Seite ist es bei den Chinesen so, dass die unsere europäischen Autos einfach nicht haben wollen, weil die eben viel zu wenig von diesem ganzen Blinky und Infotainment und so weiter haben. Und ja, da ist eben eine gewisse Problematik momentan einfach vorhanden. Denn wir wollen nicht die chinesischen Autos und die Chinesen wollen nicht unsere Autos haben. Damit kommen wir dann aber auch quasi zum Schluss dieses Videos, denn ich bin relativ überzeugt davon, dass sich das ändern wird. Ab einem gewissen Punkt werden die Chinesen sagen, okay, wir werden unsere Autos halt einfach adaptieren auf den europäischen Markt
um halt weiter überhaupt wachsen zu können, weil Wachstum ist für diese Startups ja halt extrem, extrem wichtig. Und dann Autos machen, die hier wirklich maßgeschneidert sind, wo dieses ganze Blinken rausfällt, dieses ganze Gepiepse, wo die Assistenzsysteme auch mehr auf uns angepasst werden, wo auch vielleicht das ganze Thema Laderoutenplanung angepasster ist. Und dann wird es halt wirklich interessant, wenn solche Autos von den Chinesen kommen sollten, die wirklich maßgeschneidert auf unseren Markt sind. Und auf der anderen Seite wird es interessant, ob denn die europäischen Hersteller sich mehr an den chinesischen Bedürfnissen orientieren. Ja, schreibt da sehr, sehr gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare. Das würde mich sehr interessieren. Ansonsten bedanke ich mich wirklich sehr fürs Zugucken, wünsche allen noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal bei Tofi Elektrisiert.